Und da sind wir wieder. Und, hä? Wieso kann ich nicht laufen? So, Du bist nicht gesprungen. machen wir mal den Arena-Leiter. Das darf ich nie vergessen. Kann ich nicht mehr anreden. Ey, zeig mal erstmal dein Pokémon. Ja, aber es ist mal gerade so rein. Irgendwie backt da ganz. Ja, nicht, dass du jetzt da reinrennst, den anlaberst. Ich bin schon drin in der Arena. Aber auf jeden Fall als letztes dann bei dir kommen. Achso, okay. Machen wir mal 6. So. Da ist Nidoran. Also ich habe jetzt. Wir versuchen, ihn so spät wie möglich einzusetzen, bis Gengar kommt. Also ich habe Fleckmon als erstes mit 20, dann Nidoran 19, dann Fetisch 21, Vati 15. Das wird heftig, weil die können Tiefschlag. Ja, dann habe ich den anderen an, den Amok ist Level 26. Ich kann es probieren. Ich bin so. Tiefschlag ist heftig. Zur Not trainiere ich morgen nochmal neu weiter. So. Gottverdammt. Hommerin. Denkler, Konfusion. Ich habe das Problem mit der Arc-Synchron. Also ich bin da mit Alakazam reingegangen. Ich habe ein Problem mit der. Die Synchro. Gerade echt extremst. Wenn du das jetzt beim Reden. Gott verdammt. Mann, ich krieg noch nach meiner Freundin. Ist gut. So. Oh Gott. Das lag jetzt, glaube ich, extremst. Ich hab 70% Verluste. Abartig, ey. Aber dafür. Ich hab knappe 65% Verluste im Stream. Es dürfte jetzt extremst lacken. Ja. Lack extrem. Das kann ich aber gerade leider nicht ändern. Ja, jetzt. Naja. Ja, ich bin jetzt bei 56%. Es geht langsam. Also. Irgendwas stimmt nicht. Jo, guten Appetit. Bin Pizza holen. Naja, ich würde auch gerne essen. So. Ja, du bist ein Fressack, ja? Hab noch nichts gegessen. Hä? Achso. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Alter, ich habe ja selbst auf dem Server Verzögerung am extremst. Ey, sag mal, wieso Stucker Punch? Oh, das ist sehr effektiv. Nett. Stucker Punch ist Tiefschlag. Stimmt. Sag ich doch. Aber du hast einen Fehler. Warum? Du hast Nidorino. Ja, ich habe kein anderes Vieh, was jetzt stärker wäre. Ich muss den Alakazam ersetzen. Habe ich noch nicht. Also ich hab noch kein Abra. Dachte, du hast einen Abra gefangen? Echt? Muss gucken. Hattest du zu mir gemeint? Kann sein, ich kann. Mein Alakazam ist immer noch im Team. Mit Pulliwart.
Nein, jetzt greift sich selbst an. Total fies. Quapo auf Deutsch. Sucker Punch. Das Vieh hat kein Hobbys, du. Er sackt dir am Punch, Alter. Also irgendwie sieht es ein bisschen gesandelt aus. Das Miese dran ist, dass du hier keine Tränke einsetzen kannst. Ah ja. Dass ich keine Tränke nutzen kann. Das wäre nämlich... Was hat dein Fetisch? Was hat dein Fetisch für Attacken? Aircutter, Fury Attack, Flash und Ari Ace. Aber... Kann man nicht sehen. Ah, da. Aircutter, Fury Attack, Slash, Area Ice. Ich weiß auch nicht, was ich einsetzen sollte. Also, Fury Attack, also Slash und Fury Attack fallen aus. Normale Attacken haben keine Wirkung auf Geist. Und Aircutter und Aerial Ace? Aerial Ace ist bei den normalen Viechern, also die draußen so vor dem Ding sind, sehr interessant. Ich probier's mal. Ja genau, Sucker Punch, Alter. Warum? Warte. Oh, zieht ein bisschen ab. Ach, du Depp. Was hast du jetzt genommen? Das vierte unten. Aerial Ace. Das ist, Na, ist immerhin eine gute Attacke. Weil Aircutter wird übrigens. Sucker Punch. Oh, yay. Yeah. Der sackt dir und puncht dir. Hoffentlich geht jetzt mal eine Attacke von was anderen. Ne, macht dann natürlich wieder Sucker Punch. Muss Vati dran glauben. Vati Fati. Ja, Vati. Schockattacken ist noch halbwegs gut. Ich überlege gerade mit Thunder Wave, weil da ist er ja dann paralysiert. Obwohl Shockwave eigentlich auch. Aber warte, nein! Thunder Shock. Unbedingt. Habe ich ja gerade eingesetzt. Thunder Wave bringt dir nicht so viel. Es bringt nämlich, dass er zerparalysiert ist, aber der greift öfters an als normale Pokémon spielen. Tot. Also ist er, der Bart ist so schwach. Ja, da habe ich jetzt auch nicht wirklich trainiert dran. Ja, der muss seinen Igelabar jetzt halt dran. Was hat denn Igel aber für Attacken? Flammenrad, Tackle, Smokescreen, obwohl scheiße ist eigentlich, und Ember. Warte mal. Muss ich jetzt gucken. Ach, Flammenwheel, hau rein. Na toll, es greift sich selbst an, toll ist es, ey. Jetzt muss nur hoffen, dass der down geht, bevor. Sucker Punch. Ja. Und greift sich wieder selbst an, ey, das ist zum Kotzen. Das ist das Problem bei den Geistviechern, dass Radix der Gengar abzieht. Ich hab's Donner geschafft. Ich denke, jetzt aber schon so schwäch, dass er. Dass dein, dass der Arbok mit One-Hit durchkommt. Flammenrad, hoffentlich geht das durch, ey. Den Gengar? Ne, hier. Ah, das sieht schon mal gut aus. Doch, Gengar ist zuerst. Ach, scheiße, es sind ja mehrere.
Das wird knapp. Das wird eine enge Kiste. Ich hab schon gewonnen. Weg war. Er ist wieder da. Nee, der Hunter, ja. Wird auf jeden Fall eine knappe Geschichte. Crotch. Aber das wird jetzt auch, wenn du ihn nicht dran down. Oh. Ey, also das. Ja, das macht's auf jeden Fall. Ich hab weniger als er. Ich hoffe, dass ich zwei Attacken durchkriege. Weil sonst bin ich echt am Arsch. Shit up, was ist Shit up? Ah, ich bin tot. Warte mal. Hä? Ich soll eine Attacke kriegen. Shit up. Split up. Oder spit up. Als Attacke. Keine Ahnung. Ich auch nie, aber. Mit einem Potion Singing ist auch nicht gerade besonders. Ja. Es war eine ganz knappe Geschichte. Ich hätte bloß nur ein oder zwei Attacken durchbringen müssen. So. So, und für die, die es nicht wissen, man muss einmal 24 Stunden warten, um das wieder zu machen. Toll. Geowalk, na da. So, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Fleckmon eine Stufe noch höher. Und dann, mein Eglava und danach kommt noch der Vatin bis 20, sag ich mal. Jetzt dreh ich das noch. Oha. Ja, genau. Das sagte ich mir auch, wo ich das rausgefunden habe mit 24 Stunden. Konfusion. Deswegen habe ich bei einem. Mit dem vorletzten habe ich sehr ernsthaft 3 Tage drauf hingearbeitet. Ja, richtig, für 3. Bis ich ihn down hatte, also ich habe ihn noch gar nicht versucht gehabt. 3 Tage lang heftig trainiert. Da ging's. Ohne Komplikation. Ja, aber langes Training ist irgendwo langweilig. Aber wenn man LP machen will, muss man das halt dann lustig gestalten, muss man es auch mal so sagen. Ne? Schade, dass wir eigentlich nur 1 Zuschauer gerade haben. Das ist merkwürdig. Ey, leck. So, Pokéball, Flieg und Sieg. It shakes again, and success, haben wir ihn. Der will mich schon wieder antreten gegen mich mit dem 38er, ey. Ich hab 103 Pokébälle. Ich hab derzeit gar nichts, weil spare Geld für Angel. Ich weiß nicht, wie viele Pokémon hab. Nö. Hä? Nö. Was ist? Nein! Was nö? Na, deine Pokémon sehen. Oder wissen. Jetzt machst du mich noch neidisch. Meine? Alter, hör nicht auf den Livestream. So. Also wenn du mein Quapo siehst, dann fällt dir nichts mehr zu ein. Ich zahle 5-fach? Wieso 5-fach? Jetzt. Was? Fällt 5-fach.
Weil ich der L3 bin? Hä? Hier kriegt man wenigstens richtig nice Kohle. Hm. 100 so circa pro Kampf. Das ist doch gut. Also pro wilde Pokémon. Weil er geil ist, Alter. Hm. Jetzt war den Zusammenhang nicht mit. Hättest du mal seine Rakete sehen müssen. Okay. Wochenrakete. Nee, du musst mal. Ey, er hättest echt seine Rakete sehen müssen. Das Ding war ein Lacher. Und die wurde sich gewünscht. Warum? Kann er dir, glaube ich, im Chat erklären. Okay. Tamponrakete. Der beste Freund jeder Frau. Die Asynchronität vom Spiel ist auch gerade irgendwie fies. Warum ist das Spiel fies? Asynchron, total. Tja. So. Ich hatte doch irgendeiner was verkauft bei irgendeinem Haus. Was war denn das? Einer wollte eine Angel verkaufen, nicht weiß ich. Aber was war das andere? Eine Angel hab ich schon. Die hab ich mir geholt. Für 18.000 oder 16, ne? 10. 10. Hm? Lol. Kleiner Tipp, hör nicht unbedingt auf dem Stream, sondern direkt auf dem TS. Hör ich doch. Ja, weil du immer irgendwie erst verzögert was sagst, das wundert mich immer. Ey, ich komm nicht mehr aus der Stadt. Ja, weil du irgendwie nicht ankommst, irgendwie, keine Ahnung. Hm. So. 3 Sekunden Verzögerung, wie gesagt. Ich würde sagen, ich mache da mal hier weiter.